Schon die Gassenbuben um 1900 schauten auf ihr Äußeres. Und erst recht die Damen der Oberschicht. Kaiserin Sissi oder ihre Großgroßtante Marie Antoinette gaben mehr Geld für Mode aus, als ganze Kleinstädte erwirtschaften konnten. Früher sah man kaum wen ohne Kopfbedeckung und diese sagte viel über seinen gesellschaftlichen Stand aus. Heute gilt ein Hut schon als exzentrisch. Um 1910 schnürten sich Frauen noch in enge Korsette. Genauso unlocker war ihr Auftreten. 10 Jahre später hat man das Korsett fast vergessen. Frauen widmeten sich leger dem Freizeitspaß. Also früher gab es Kleiderordnungen. Ja. Das heißt, es ist genau festgesetzt gewesen, wer darf welche Farbe tragen, wer darf welche Schnitte tragen. Ja. Und also ganz früh, als die Farben noch sehr teuer waren, zum Beispiel auch das Schwarz, also die meisten Leute hatten ganz einfach das an, was wir heute als Naturfarben bezeichnen würden. Ja, also das waren ganz einfach sackartige Gewänder in Grau oder in Braun oder in solchen Farben. Also weiße Hochzeitskleider, das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Ja. Die Leute glauben immer, es sei üblich, in Weiß zu heiraten. Na, im Gegenteil, es war nie üblich, in Weiß zu heiraten, ist klar. Weil die Hochzeit ist ein großer Festtag und da trägt man das Tollste, was man hat. Also früher war es natürlich üblich, in Bunt zu heiraten und je aufwendiger und je bestickter und je toller, desto aufregender. Ja. Also das Weiß kam mit dem 19. Jahrhundert und mit diesen ganzen romantischen Verbrämungen. Also die erste Frau, die in Weiß geheiratet hat, war Queen Victoria von England. Und das hat dann so viel Furore gemacht, Modeidole, dass dann also die Hochadeligen das nachgemacht haben. Also auch Kaiserin Elisabeth dann hat schon in Weiß geheiratet. Aber früher war das natürlich nicht üblich. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, also Ende des 19. Jahrhunderts haben fast alle Frauen in Schwarz geheiratet. Ja, weil die sich das weiße Kleid nicht leisten konnten. Also es gab sozusagen das kleine Schwarze, das immer Coco Chanel zugeschrieben wird, stimmt aber nicht. Also es gab schon lange vorher das sogenannte Schwarzseidene und das war das gute Kleid. Ja, und das Schwarzseidene konnte man tragen, wie man will. Also entweder halt mit diesen Blütenkränzen, wie es bei der Hochzeit üblich war. Man konnte es aber genauso fürs Begräbnis tragen, mit einem Jet-Perlenschmuck. Man konnte es zum Ausgehen tragen, mit einer schicken Tasche. Das war das Kleid für schön. Und zwar das einzige. Ja, weil dieses Kleid bekamen die Frauen mit der Heirat und das hatten sie dann das ganze Leben. Ja. Und es wurde sehr, sehr oft verändert. Das sehen wir an vielen solchen schwarzseidenen Kleidern, die wir haben. Weil je nachdem, sogar für Schwangerschaften wurde es verändert, dann wurde halt ein Stück Stoff eingenäht, dann wurde später wieder rausgenommen. Aber das war das gute Kleid. Ne? Und ein weißes Hochzeitskleid, also das konnte sich kaum jemand leisten. Also wie gesagt, viele Leute haben ganz normal in Schwarz geheiratet. Andere Vorlieben hingegen überleben Generationen. Schon zu Sissis Zeiten träumten Frauen von Brustvergrößerung. Und die Männer vom pickelfreien Antlitz. Wir alle wüssten gerne, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Die Grazerinnen Julia Mondre und Eva Tieber wollten es noch genauer wissen. Die Nähnadel ist ihr historisches Forscherwerkzeug. Stich für Stich fertigen sie originalgetreu historische Kleider, wie dieses bestickte Babyhäubchen, und bloggen darüber, ganz zeitgemäß. Wir haben 2005 im Kino die Verfilmung von Stolz und Vorurteil von Jane Austen gesehen und haben gesagt, wir hätten gern ein so ein Kleid. Genau. Einfach zum Picknicken, eines. Zum Flanieren, ja. Zum Tee trinken. Mhm. Und seitdem haben wir eine ziemliche Anzahl an Kleidern. Es ist nicht nur bei dem einen geblieben und wir haben mehrere Epochen einfach seitdem ausprobiert. Ja, weil man einfach, wenn man anfängt dann am Eck, sieht man die ganzen Möglichkeiten, ja. Und man macht nicht nur ein Kleid, sondern man merkt, aha, da brauche ich aber noch die richtige Unterwäsche dazu, weil sonst ist ja, schaut auch das Kleid oben drüber nicht so aus, wie es sein sollte. Und dann braucht man die Accessoires natürlich dazu, die Schuten, also die Hüte, die Handschuhe, Strümpfe, das Fichu, also alles, was man so dazu braucht. Die Tasche natürlich, Retikül. Ja, und somit ist es, dass man das nicht nur bei einem Kleid geblieben ist. Im Gegensatz zu Historikern erleben die beiden die vergangene Zeit nicht nur aus Büchern und Urkunden, sondern so lebensnah wie möglich. Die Kleider werden nicht nur angezogen, sondern auch ausgeführt. Ob im Freiluftmuseum Stübing oder beim jährlichen Jane Austen Festival in Bath. Meist ohne die Männer der beiden. Mein Mann hat große Probleme damit, einen Mann vom 19. Jahrhundert darzustellen, weil das überhaupt nicht in sein Bild passt, wie er vielleicht mit mir umgehen müsste in dieser Rolle. Und
einfach, er kann mit der Gesellschaft aus der Zeit einfach überhaupt nichts anfangen. Auch uns ist es klar, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Ganz im Gegenteil. Es macht schon Spaß, in die Zeit reinzuschnuppern, zu schauen, wie sind unsere Vorfahren aufgewachsen, was haben die für Kleidung getragen, wie hat denen ihr Alltag ausgeschaut. Aber prinzipiell ist es schon ganz gut, wenn man im 21. Jahrhundert leben darf. Ihre Lieblingsepoche ist das Empire, ganz Jane Austen getreu. Aber sie haben beispielsweise auch das Rokoko schneiderisch erkundet. In keiner anderen Epoche waren reiche Menschen so ungeniert auf ganz allein ihr Äußeres bedacht. Understatement war wirklich nicht das Motto der Zeit. Eva Tieber und Julia Mondre nähen lieber Kleider von gewöhnlichen Frauen. Da haben wir jetzt ein relativ einfaches Outfit, so um 1770, Rokoko. Also das, was man da drunter sieht, nennt man Stecker. Ganz einfach, weil es wirklich auf der Schnürbrust mit Nadeln festgesteckt worden ist. Also es ist nicht befestigt an dem da, ich kann es gerne zeigen. Und dann wird das Jackerl oben drüber gezogen und eben geschnürt. Sehr variabel, nehme ich ein bisschen zu, nehme ich ein bisschen ab, ist es sehr variabel. Und eben für die Schwangerschaften auch perfekt, weil dann binde ich vielleicht nur bis daher, ja, und habe dann da Platz für einen wachsenden Bauch. Und natürlich kann man diesen Stecker auch auswechseln. Das ist, wie gesagt, eine ganz einfache Variante aus Leinen, aber da gibt es ganz viele wunderschöne bestickte, mit Perlen und mit Seiden bestickte, die sind natürlich schon eher so dem Adel zuzuschreiben, ja. Was da vielleicht noch spannend ist, im Rokoko war Mode große Hüften. Genau. Sogenannte Weiberspeck. Mhm. So ein Hüftpolster. So ein Hüftpolster. Auch genial ist an der Zeit so die Röcke. Das ist alles zum Binden, auch wieder weitenverstellbar. Ja? Und warte, bevor wir das ganz runter tun, haben Schlitze auf der an der Seite, auch der Unterrock. Ja? Da sieht man das Hüftpolster ein bisschen, wo ich dann reingreifen kann. Und da habe ich dann eigentlich diese Tasche umgebunden. Im Rokoko sind die Frisuren hochgesteckt. Sehr hoch. Manche so hoch, dass sie beim Tanzen an den Deckenlustern Feuer fangen. Das überdimensionierte Haupthaar soll das blassgeschminkte Gesicht zart erscheinen lassen. Manche setzen noch eins drauf, zum Beispiel ein Schiff. Unsere Modesammlung ist eine der größten in Österreich und sie besteht aus ungefähr 25.000 Objekten. Die Kleideraufbewahrung ist eine sehr teure Angelegenheit. Also sie findet bei uns in einem ganz speziellen Textiliendepot statt, wo also natürlich die Luftfeuchtigkeit konstant sein muss. Es darf natürlich keine Feuchtigkeit eindringen. Es müssen die Kleider genügend Luft zum Atmen haben. Ein Kleidungsstück ist ein Objekt, das sehr schnell dem Verfall preisgegeben ist. Textilien können daher nicht über Jahrhunderte aufbewahrt und konserviert werden. Also sie können nicht, wie zum Beispiel bei vielen Leuten, nicht zuletzt auch bei mir zu Hause ist, dass sie alles ganz, ganz eng zusammenhängen. Daher ist ein Textiliendepot nicht nur hochtechnologisch, sondern auch sehr weitläufig. Die Lagerung braucht viel Platz. Man darf auch nicht so Kleiderpartys machen dort. Nein, also man darf leider auch keine Kleiderpartys machen. Also überhaupt ist es so, dass Kleidungsstücke, die einmal in den musealen Besitz übergegangen sind, nicht mehr angezogen werden dürfen. Also nicht von Personen. Ja, natürlich gibt es also ganz spezielle Puppen, auf denen die Kleider dann drapiert werden. Diese Puppen sind auf einem ganz speziellen Material hergestellt, aus einem ganz speziellen Kunststoff, der also keinerlei Schadstoffe an die Kleider abgibt. Und das Interessante an den Puppen ist, sie stellen bereits sozusagen die Figur dar, die für das jeweilige Jahrhundert maßgeblich war. Ja? Also eine Puppe, der sie Biedermeierkleider anziehen, die sieht völlig anders aus als eine Puppe, der sie Kleider von 1870 oder so anziehen. Also Modeausstellungen sind überhaupt mit Abstand die teuersten Projekte, die ein Museum machen kann. Ja, weil jedes einzelne Kleid, auch jedes einzelne kleinere Kleidungsstück, wie zum Beispiel eben ein Korsett oder ein paar Schuhe, muss verglast sein. Dazu braucht es eigens angefertigte, staubdichte Vitrinen. Egal ob in New York, Paris oder Wien, in jeder Modeausstellung ist das Licht auf 50 Lux herabgedämmt. Es
muss aber halt eben dunkel sein, weil jedes Licht bleicht die Farbe der Kleider aus. Das können Sie gern zu Hause ausprobieren. Hängen Sie ein schwarzes T-Shirt im Hochsommer ein paar Tage an die Sonne hinaus und Sie werden sehen, dass dort, wo die Sonne draufkommt, es sofort heller wird. Ist erst vor kurzem eigentlich in die Sammlung aufgenommen worden. War eine Widmung sogar, wir waren sehr erfreut darüber. Ja, und jetzt liegt das gute Stück in der Lade, weil es eben sehr kostbar ist auch. Ja. Also was mir gleich auffällt, ist, dass die Farben sehr gut erhalten sind. Glaubst du, ist das Stück getragen worden? Es ist sicher getragen worden. Ja, aber dann viele, viele, viele Jahre nicht und sehr, sehr gut aufbewahrt worden. Es hat kaum Schäden. Ja. Es gibt eben, wie du sagst, noch sehr viel Farbkraft, wie man das hier in der Stickerei sehr, sehr gut sehen kann auch. Das ist jetzt wirklich reine Handarbeit und da ich das selbst einmal auch lernen habe müssen, ja, kann ich sagen, dass so eine kleine Blume, also nicht jetzt gerade das Streumuster, aber wenn wir hier so eine kleine Blume hernehmen, sitzt man sicher mehr als eine Stunde. Mhm. Ja. Ich hätte noch mehr geschätzt. Mhm. Da hast du auch ein bisschen recht, weil ich sage dir, eine Stunde ist, wenn das Muster schon auf dem Stoff ist, ja? Wenn das alles rundherum vorbereitet ist, wo jetzt die Stickerin sich hinsetzt und beginnt, die Blume zu sticken. Im Rokoko tragen auch die Männer Stöckel. Die Herrenpumps entwickeln sich aus dem Reiterstiefel. Man braucht den Stöckel, um im Steigbügel Halt zu finden. Noch heute heißen diese reizenden Herrenschuhe Pumps und werden zum Frack getragen, mitsamt Masche. Die übersättigende Üppigkeit des Rokoko wird um 1800 vom Empire abgelöst. Die Männer legen die Kniebundhose ab und schlüpfen in enge, lange Hosen, deren Bund sehr hoch sitzt. Die Anzugsjacke wird vorne gekürzt und ist der Vorläufer des Fracks. Eines der It-Girls dieser Übergangszeit ist Marie Antoinette. Sie liebt Kuchen und Mode und was sie trägt, ist in. Auch als sie sich eines Tages in einer Chemise, also einem fast durchsichtigen Unterkleid, malen lässt, löst das zwar einen Skandal, aber auch einen Boom aus, der später in den Empire-Stil münden soll. Ja, man sagt auch die Nacktmode. Wie war das eigentlich? Was hat man da drunter? An und für sich waren es Trikot, also wie eine Art Trikot, Vollkörpertrikot bis zu den Beinen runter, Fleischfarben, Hautfarben, weil das Ganze sollte ja eigentlich sehr erotisch rüberkommen für den Betrachter. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass das Ganze ja an der Antike orientiert war. Ja? Also wie die gesamte Empire-Mode sich an der griechischen und römischen Antike orientiert hat. Deswegen sind die Kleider auch alle weiß, weil die Leute damals noch nicht gewusst haben, dass in Wirklichkeit diese Säulen natürlich alle bunt waren. Also man glaubt, die Frauen sollen wie griechische Göttinnen in weiß, fälschlicherweise, herumstolzieren. Dieses Untergewand, dieses Trikot, ja, da hat man ja alle, jede Körperform natürlich durchgesehen. Das war gewollt, eben mit dem erotischen Effekt, den du bereits angesprochen hast. Ja, trotzdem sollen sich Frauen auch geweigert haben, überhaupt irgendwas drunter zu tragen, um den Körper noch besser wirken zu lassen. Ja. Ja. Also Bericht über den Wiener Kongress gibt es, also wo man sich in dieser Nacktmode praktisch versucht hat zu übertreffen. Ja. Also eine Dame hat versucht, noch erotischer zu erscheinen als die andere. Ja, man muss sagen, dass das auch negative Folgen hatte, weil dadurch, dass die Kleider so dünn waren und die Unterwäsche eben, wie gesagt, kaum vorhanden, sind die Leute krank geworden. Also man hat die sogenannte Mousseleur-Krankheit, man hat das so bezeichnet und konnte in der Presse immer wieder darüber lesen. Also sie wurden wirklich Opfer des Modewahns. Eigentlich war es dann eine Lungenentzündung. Ja, dann sind sie gestorben, weil sie nicht aufgehört haben, das zu tragen. Nicht zuletzt Napoleons Ex, Josephine, weigerte sich beim Spaziergang mit einem russischen Grafen, einen Schal umzulegen und stirbt in Folge an einer Kehlkopfentzündung. Worüber wir schon öfter geredet haben, es muss total spannend sein, in der Zeit aufzuwachsen. Mhm. Eigentlich ein bisschen freier als fließend. Und dann plötzlich kommt die viktorianische Zeit mit diesem engen Korsett und diesen vielen Röcken. Und den Unterbau und relativ hochgeschlossen am Tag auf jeden Fall. Also sehr, sehr interessant. Wobei, das würde ich nur noch gerne sagen, es täuscht dieses Freie, weil wir tragen ja auch Korsett runter. Ja?
Also wir tragen ein Mieder drunter, heißt zu der Zeit, da sagt man nicht Korsett dazu. Mhm. Im Rokoko ist, nennt man es Schnürbrust. Mhm. In der Zeit, was wir jetzt anhaben im Vampir, ist es das Mieder. Und später ist es dann erst das Korsett. Man sieht da ein bisschen so einen kleinen Übergang so vom Rokoko übers Empire zur viktorianischen Zeit, Gründerzeit und dann in die Jahrhundertwende. Also das sieht man, finde ich, ganz gut, wie sie die Unterwäsche gewandelt hat. Ja? Die Julia hat da vorne so einen Blankscheid, nennt sie das, drinnen. Ich hole das da mal raus. So schaut das aus. Das ist jetzt natürlich kein alter, das ist natürlich ein reproduzierter. Der ist teilweise ganz schön beschnitzt geworden, auch als Liebesgeschenk verwendet worden, weil man natürlich dann das ganz nah am Herzen getragen hat. Ja? Die Corsage soll helfen, die Haltung zu bewahren und so die Idealfigur zu erreichen. Statt Operationen oder Pilates gibt es also früher zeitintensive Anziehriten. Wer körperlich schwer arbeitet, wird es wohl lockerer geschnürt haben. Die feinen Damen aber müssen perfekt auftreten und plagen sich mit Hilfe des Personals in die Corsage und restlichen Kleider, die oft 5-mal am Tag gewechselt werden müssen. Jede Tageszeit verlangt eine eigene Garderobe. Kaum vorzustellen, dass wir heute so viel Ungemach und Pein auf uns nehmen würden. Und auch nicht vorstellbar, so eingeengt unserer täglichen Arbeit nachzugehen. Männer können es sich wohl noch schwerer vorstellen. Nach der Zeit des Empire-Stils kommen also die breiten Röcke und festen Corsagen. Die Krinoline versteckt sich unter den zeltgroßen Röcken. Ich sag jetzt was ich nicht will, was im Fernsehen ist. Es gibt schon einen Grund, warum man das nicht mehr trägt. Ja. Das ist halt lästig, weil sie die Haut kaputt wird. Hast du einen Nadel? Ja, bitte. Ja. Der ist auch selbst gemacht. Der ist auch selbst gemacht. Das sind nur Stahlbänder, die eingenäht worden sind. Unten auch ein paar. Und die geben einfach den nötigen Stand für eben den Unterrock drüber und dann das Kleid drüber. Und wie man eben sieht, es gibt noch, es ist beweglich. Ja? Also wenn man durch die Tür muss, ein bisschen zusammendrücken und da passiert nichts. Also das springt dann wieder zurück. Man kann sich ja ganz normal hinsetzen. Eben, das gibt noch. Es gibt halt ein bisschen Platz. Ne? Also beim Sofa kann man nicht so eng jemand anderes. Ja, genau. Ein bisschen Abstand halten. Ja, geht aber. Geht aber, ja. Also wir haben schon in sehr kleinen Räumen Platz gehabt. Ja, und wo sind wir da hingefahren? Sind wir, weiß ich jetzt nicht mehr, im Auto gesessen. Also beide mit den Krinolinen. Nebeneinander, ja. Auto fahren, also den Ganghebel haben wir fast nicht mehr erwischt. Also es war sehr viel Stoff um uns herum. Es war lustig, ja. Und wie geht man aufs Klo? Okay. Also man wirft sich einfach alles nach oben und fertig. Nein, es ist so. Man tragt ja unter dem viktorianischen Korsett die unaussprechlichen, die Unterhosen, die im Schritt offen sind. Darf ich sowas gleich reinzeigen? Weil würde man jetzt eine normale Unterhose unterhalb tragen, die wird ja unterm Korsett sein und die wird die nie wieder runterkriegen oder raufkriegen. Das heißt, ich brauche wirklich die unaussprechlichen. Vorne und hinten. Wie gesagt, offen im Schritt. Und die sind wirklich sehr, sehr bequem. Nach einer Woche England in diesen Unterhosen mag man keine normale mehr. Ja, ja. Es ist wirklich so. Es ist Gewöhnung. Ja. Am Anfang ist das total seltsam, weil man sich die ganze Zeit denkt, ja, aber da kommt der Luft überall hin. Ja. Und irgendwie ist das wirklich nur reine Gewöhnung. Wie man es gewohnt ist, passt es. Mhm. Tragt ihr das jetzt im Alltag auch? Oder? Wir tragen es jetzt, aber sonst im Alltag, also unter der Jeans funktioniert es natürlich nicht. Das braucht natürlich ein Rock, ein Kleid. Ja. So um 1860, 65, so in dem Bereich herum, verändert sich die Krinoline wieder weiter. Und zwar tragt man dann eine elliptische Krinoline. Also, Moment, ich tue so vor mir hin. Also man sieht, es wird jetzt vorn schon gerader, es wird nicht mehr ganz rund und der Fokus geht mehr nach hinten. Ja? Das sieht man schon, es ist schon der Übergang zur Tonüre dann. Also dieses, kann ich da in Pink noch herzeigen. Das ist dann schon die Tonüre, wo es wirklich nur noch hinten am Popo
der Unterbau drauf ist. Nicht nur in der Mode, auch wirtschaftlich tut sich in Österreich um 1860 einiges. Man darf nicht vergessen, dass Österreich ja bis 1850 ein rückständiges Land war. Wir waren ja mit unseren Produkten am Weltmarkt nicht konkurrenzfähig. Und das hat sich ja eigentlich erst durch die liberalen Reformen von Franz Josef und durch sein Team eigentlich, muss man sagen, er selber war ja stockkonservativ, aber durch die Leute in seiner Umgebung geändert. Endlich dürfen sich Fabriken in der Monarchie ansiedeln. Stoffe können erstmals maschinell hergestellt werden. Vor allem jüdische Geschäftsmänner handeln mit Stoffen und eröffnen Schneidersalons. Bei den Damen war Wien durch eine enorme Anzahl an sehr, sehr guten Salons einfach neben Paris eine der wichtigsten Städte, mit einem anderen Kundenschwerpunkt vielleicht. Also Wien war die Modemetropole des Balkans, Russlands, des Orients. Das war das Publikum, das hier eingekauft hat. Das ist natürlich auch ein sehr schillerndes. Ne? Die sind extra nach Wien gekommen, um sich hier? Ja, ja. Aus Russland, aus vom ganzen Balkan, weil dort gab es ja nichts. In dieser Zeit entwickelt der Gründer von Jungmann und Neffe ein neues Geschäftsmodell. Nämlich, der war sehr frankophil und war viel in Paris und hatte die Idee, auf der Pariser Weltausstellung die Stoffe, die dort von den französischen Fabrikanten ausgestellt worden sind, nicht nur zu kaufen, sondern nach Wien zu bringen und hier den Fabrikanten zu zeigen, dass die sehen, wie die Pariser das machen, wie die Lyonnaiser das machen. Das nennt sich ja Wissenstransfer, heißt das so böse. Und dann hat er sich natürlich unentwegt in Paris umgeschaut, wie die neueste Mode funktioniert, hat das nach Wien gemacht und hat in Wien plötzlich die neuesten Modelle gehabt natürlich. Und da war er der Einzige. Aber das war ja kein Kunststück. Das war ein Riesenkunststück. Ja, das stellen wir uns heute so vor in einer Welt, wo man leicht reist, aber er musste dort ja die richtigen Schneider kennen, er musste die Welt kennen, er musste das verstehen. Französische Fabrikanten haben ihm ja die Ware womöglich nicht verkauft. Aber wenn er mit den Mustern zu den österreichischen Seidenwebern gegangen ist, sagte, das müsst ihr machen, so muss das ausschauen. Ja. Oh. Hat er die Pariser Stoffe aus heimischer Produktion gehabt, oder die französischen Stoffe, und hat natürlich auch gewusst, was er daraus macht. Also da haben Sie zum Beispiel so ein Auftragsbuch. Den ganzen Kundinnen des 19. Jahrhunderts und was eben daraus gemacht wurde. Das sind die Originalstoffe, ne? Ja, ja. Ja, das war eine ganze Toilette in der, mit diesen Rosen. Das muss ein ganzes, ein riesiges Kleid gewesen sein. Das ist die Marietta di Dio. Das ist ein Traum in Lila. Hm? Lila war eine wichtige Farbe, oder? Das war eine Schauspielerin, also ich glaube, damit ist man auf der Bühne präsent. Präsent als vielleicht in anderen Farben. Eine Schauspielerin, okay. Ja, eine Operettensängerin. Die mussten natürlich sehr auf ihr Aussehen bedacht. Ja, die hat man mit Garderobe geheuert. Deswegen war das so wichtig, Schauspieler auszustatten, weil die haben die Dame auf der Bühne gesehen und jeder wollte wissen, wo sie die Robe her hat, natürlich. Das war wie eine Werbefläche. Na, das war eine Riesenwerbefläche. Und eine Schauspielerin hat ein fixfertiges Bühnengewand gehabt. Und wenn man natürlich Schauspieler ausgestattet hat, das war was. Aber zahlen hat sie schon müssen. Natürlich. Aber halt wahrscheinlich weniger oder keine Ahnung. Ein bisschen besser am Preis gekriegt, wie eine Bloggerin. Ja, wie eine Bloggerin heute, ja. Birgit Hutter betreibt einen Kostümverleih in Wien und stattet seit vielen Jahren Filme aus, die in früheren Zeitepochen spielen. Hier wird ein Spion eingekleidet. Um die richtigen Teile zu finden, muss sie manchmal über einen großen Teich fischen. Die besten Flohmärkte sind ja in Amerika, weil die Leute so viel umziehen und weil so viele Immigranten gekommen sind. Die Europäer haben das mitgebracht, dann haben sie nicht mehr gepasst und dann hast du dann die tollsten Sachen gefunden. Wie zum Beispiel Muffs, sozusagen die SUVs unter den Handschuhen. Was natürlich
auch sehr schön ist. Muffs gab es schon vor 200 Jahren. Das finde ich wahnsinnig schön. Ah, die sind wirklich groß. Warum hat es eine Funktion, dass sie so groß sind, oder ist es ja Mode? Das war jetzt die Mode, ja. Ich hab dann, das habe ich für den Klimt-Film gemacht, diese Muffs. Halt zu den Kleidern passend war das dann. Das hat man dann die Sicherheitsnadel natürlich nicht gesehen. Eine modische Hauptrolle spielt das Haupthaar. Trotzdem, 1900 gehen nur die Männer zum Friseur oder zum Barbier. Also zum Barbier, wie Sie eben sagen, gingen die Männer. Ja. Der Barbier war so eine Art Mittelding zwischen Halbmediziner und Friseur. Ja. Wenn Sie schauen in England, sehen Sie immer noch vor den Friseursalons diese Säulen mit den rot-weiß umwickelten Markierungen. Ja, das ist eigentlich ein Zeichen für Apotheker. Ja. Ja. Aber dort war halt auch der Barbier. Ne. Und dort konnte sie ihm alles Mögliche kriegen. Also nicht nur Bart und Haarschnitt, sondern auch zum Beispiel Verhütungsmittel. Ersten Kondome wurden dort ausgegeben. Ja. Oder sie konnten die ersten Pflaster dort kaufen. Also es war so ein Mittelding. Sie konnten natürlich auch Kopfwehtabletten und natürlich Kokain. Also Kokain war damals bitte ein völlig normales Medikament. Das konnten sie all überall kaufen. Also auch das hätten sie dort zum Beispiel sehr leicht bekommen können, aber für Frauen nicht. Ne? Also zu Frauen kam die eigene Friseuse oder der eigene Friseur und die haben das dann vor dem Spiegel hergerichtet. Aber man darf sich auch das nicht so vorstellen wie heute. Ne? Also heute tun fast alle Leute jeden Tag Kopfwaschen, das ist undenkbar gewesen. Ja? Also man hat den Kopf alle paar Monate. Oder die Kaiserin zum Beispiel alle 3 Wochen gewaschen und das war schon oft. Ja? Also die meisten Leute haben das ehrlich gesagt alle paar Monate gemacht. Die Kaiserin hat schon einen Fetisch gehabt quasi beim Waschen. Ja, gewissermaßen. Die hatte den sogenannten Kopfwaschtag. Ja, der wurde also im Protokoll festgehalten, weil da hat sie niemanden empfangen. Und später, wie sie älter geworden ist und also diese ganzen Verpflichtungen immer noch mehr gehasst hat, hat sie dann von heute auf morgen Kopfwaschtage festgelegt, um unpässlich zu sein. Also es war eine Waffe. Ja, also der kaiserliche Kopfwaschtag war eine Waffe. Also Elisabeth hat ihre Haare mit Cognac und Eigelb gewaschen, nur damit sie sehen, was damals als in galt. Ja. Das ist allerdings wiedergekommen. Also in den 70er Jahren waren die Eye-Cognac-Shampoos wieder in. Ja, das durchläuft solche Zyklen. Also sehr viele Dinge kommen immer wieder. Ja. Um die Jahrhundertwende werden die Frisuren der Damen lockerer. Jedenfalls scheint es so. Oder es soll so scheinen. In Wahrheit sind auch diese weichen Frisuren recht kompliziert zu frisieren und fast nicht ohne Hilfe zu schaffen. Es werden unzählige Produkte für die Haare verkauft, um sie weich und gesund zu halten. Aber auch Haarfärbemittel. Jetzt, wo immer mehr Frauen arbeiten gehen müssen, sind graue Haare ein Tabu. Denn wer stellt schon eine alte Frau ein? Es gibt auch Maschinen, die Haarwurzeln veröden. Und mit denen kann man den Damenbart bekämpfen, der damals schon nicht so populär war. Um 1900 wird die Männermode ihre wichtigste Innovation bis heute erfahren. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Also ich glaube, das ist natürlich das Aufkommen des Anzuges. Das ist sicher die größte Veränderung in der Männermode. Herrenanzug? Am Herrenanzug generell hat sich nicht so viel verändert. Wenn sich was verändert, ist das die Breite in der Fason und auch die Länge von der Fason. Mit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und dem Aufstieg des Bürgertums kommt die Uniform des modernen Helden auf. Es war damals der schwarze Anzug mit einem Mantel darüber, mit einem Pelzkragen, sogenannte Stadtpelz. Aber seither eigentlich hat sich die Männermode kaum gewandelt. Also der Mann spricht, der im Büro gesessen ist. Es war ja auch die Zeit, wo die Büros überhaupt erst aufkamen. Also die Büros, so wie wir sie heute kennen, wo das Ganze mit aufkam, man muss pünktlich sein, man muss sich nach der Uhr richten. Ja, das sehen Sie auch daran, dass es ja dann plötzlich Uhren in den Großstädten gegeben hat. Also öffentliche Uhren sind aufgekommen. Das hängt alles mit den Anzügen für die Männer sehr eng zusammen. Ja. Also alle sind gleich angezogen, alle richten sich nach der Uhr, alle sind sozusagen eben pünktlich im Büro und alle schauen gleich aus. Auch das Hemd macht eine Wandlung durch. Es erhält eine Knopfleiste vorne und einen Kragen. Also wenn Sie nach einem Männerkragen fragen, fällt mir gleich der Vatermörder ein. Ja? Also so ein hoher Kragen, wo man die Kränge dann quasi aufgesetzt hat. Ja, der ist Gott sei Dank Anfang des 20. Jahrhunderts dann aus der Mode gekommen.
Warum er Vatermörder heißt, ist historisch nicht geklärt. Wahrscheinlich wurde die französische Bezeichnung Mitesser falsch übersetzt. Der angenähte Kragen ist übrigens eine österreichische Erfindung. Bald setzen sich der klassische Kentkragen, der sportliche Button-Down-Kragen, der heißblütige Milano-Kragen, der ordentliche Tappkragen und schlussendlich der Haifischkragen durch. Sagen wir so, nicht sehr gern habe ich den Haifischkragen. Der ist für mich so aggressiv. Ein ganz kleiner Stehkragen, den ich mir so einbilde und den ich so haben will. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, das hat man so nicht, ich will es so und mein Kragen ist mein Kragen. Gerald Matz Anzüge kommen aus den verschiedensten Epochen. Heute trägt er einen aus den 50er Jahren mit hohem Hosenbund. Dieses Normative, das wir heute haben, dieses Dunkle, dieses Gesetzte, dieses wenig Farbenfrohe, wie es ja dominiert hat bei den Herren, das ist ja eine Entwicklung, die aus England kommt. Im 19. Jahrhundert hätten Herren sich sehr bunt auch kleiden können. Das wäre nichts Ungewöhnliches gewesen. Die Mode der Frauen passt sich auch ein wenig dem Männeranzug an. Frau geht schließlich auch ins Büro arbeiten. Statt des Kleides wird ein Hemd zum Rock getragen und nicht selten eine Krawatte dazu. Gibt es eigentlich einen Stoff, der heute noch 1:1 der gleiche ist wie vor 100 Jahren? Aus Schottland und ist Tweed. Der ist so, der bleibt so. Und ein bisschen schwerer, meinen Sie, waren Sie brav? Der war sicher früher schwerer. Und warum das? Weil Stoffe tendenziell früher viel schwerer waren als heute. Das heißt auch ein bisschen unkomfortabler zum Tragen? Das würde ich so nicht sagen. Das ist auch eine sehr, sehr subjektive Sache. Es gab einfach nichts anderes. Sie kannten, das ist unkomfortabel, die Frage hat sich nicht gestellt. Und es kommt vielleicht eine Sache dazu, die uns heute fremd ist. Komfort war eher nebensächlich. Mhm. Das viel Entscheidendere war, die Leute hatten eine viel höhere Affektkontrolle als heute. Mhm. Das Wahren der äußeren Form war das, was wichtig war. Ob das jetzt komfortabel ist, war wirklich zweitrangig. Das heißt, wichtig waren, dass sie formell und ihrem Stande gemäß gekleidet sind. Steife Hemd kriegen, entsprechende bei den Damen auch Corsagen, wie auch immer, das war die Norm und dieser Norm mussten sie genügen. Das Konzept Jogginghose hätte man damals gar nicht verstanden. Die Existenz hing an der Kleidung. Die modische Gemütlichkeit war damals noch nicht erfunden. Und auch arme Leute haben versucht. Natürlich. Also auch ein Mensch mit geringen Mitteln wird versucht haben, sich verhältnismäßig, zwar einfach, aber gut gekleidet zu sein. Also das ist jetzt die arme Leute-Kleidung. Ich denke, man könnte auch fast sagen, für eine Dame, für eine Frau, die auch schon berufstätig war. Ja, glauben wir auch. Ja. Die vielleicht in einer Fabrik oder vielleicht als eine junge Sekretärin oder Verkäuferin. Telefonistin, Vorfahren von der Post, dass sie vielleicht als sowas gearbeitet hat. Was man hier sieht, sind die Fischbeine, die auch versteckt sind in einem sogenannten Fischbeinband. Und man konnte sie dann auch, falls sowas einmal gebrochen ist, auch austauschen, indem man da zwei Stiche geöffnet hat und hat das neue Fischbein wieder eingezogen. Das alte sozusagen herausgezogen. Ja. Das wird uns auch oft gestellt, die Frage von wo, von dem Wal, das sind von den Barten. Ja? Also dort, wo quasi das Maul aufgeht. Maul aufgeht, ja? Und wo eigentlich der Fisch das Plankton filtert, das sind diese Fischbeine, die dann aber auch noch hauchdünn geschnitten worden sind, weil die gibt es nicht so dünn von Haus aus bei dem Tier, sondern das wurde dann zersägt und hauchdünn, und dass das eben auch dann biegsam ist für den Körper, wenn die Trägerin das trägt. So. Hätten wir zusammennudeln sollen. Ziemlich viel Stoff für ein Radkostüm. Ziemlich viel Ärmel, eben. Vor dem fürchte ich mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen. Weil das ist ja natürlich nicht unbedingt der vorteilhafteste Ärmel, den es gibt. Und noch dazu durch diesen bockigen Stoff wird das wirklich spannend beim Anziehen dann. Sag ich einmal.
Und eben, ich freue mich schon drauf, wenn ich dann wirklich aufs Fahrrad steige und schaue, ob ich damit überhaupt zum Lenker komme. Ja. Ob ich damit überhaupt fahren kann. Und eben, da gehört eine Hose dazu. Das ist ja bis zu der Zeit ein absolutes Unding, dass eine Frau eine Hose trägt. Verboten? Ja, absolut. Und plötzlich zeigt sie Bein. Ich meine, mit so viel Stoff herum sieht man eh nicht viel Bein, aber ja, trotzdem ist es eine Hose. Ab der Wade zeige ich Bein. Ja. Mhm. Also diese Bluderhosen waren für den Sport gedacht. Mhm. Ja, das ist eigentlich fast das Wichtigste daran. Die hießen Blumers. Mhm. Ja, also nach der Erfinderin, der Madame Blumer. Und zum Beispiel hat Rosa Mayreder gesagt, eine wichtige Frauenrechtlerin aus Wien, dass die Sportmode mehr für die Frauenbefreiung getan hat, als alle Frauenbewegungen zusammen. Ja, und das finde ich ganz, ganz extrem wichtig, weil sie nämlich gerade für diese Zeit, also kurz vor und kurz nach 1900, sehr, sehr recht hat. Und dein Mann freut sich auch, dass du dich langsam Richtung emanzipierte Frauen bewegst. Ja. Naja, mein Mann ist ein extrem leidenschaftlicher Radlfahrer. Und wie ich ihm das erste Mal erzählt habe davon, was ich jetzt machen möchte, hat er mich angeschaut und hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass sie die zwei Hobbys jemals treffen. Aber es ist soweit. Mit dem Ersten Weltkrieg geht nicht nur die Monarchie unter, auch die österreichische Wirtschaft wird zerschmettert, da Österreich nun ein Zwergenstaat ist. Die royalen Häuser des Ostens büßen ihre Privilegien ein und können sich die Luxusgüter nicht mehr leisten. Jungmann und Neffe sperrt den Schneidersalon zu und verkauft nun englische Stoffe für Herrenanzüge. Die Grenzen zwischen den neuen Nationalstaaten und die Zölle dämpfen den Handel und den Fortschritt insgesamt. Erinnert ein wenig an heute. Also die Wirtschaftskrise, die die alle hatten, war dann nur daraus bestanden, das, was jetzt so kommt, das ist ein Weg, der führt in die Armut für alle. Aber das müsste es einem dummen Nationalisten einmal sagen. Vor allem ist es ja alles schon mal passiert. Es ist ja nicht so, wir können ja aus der Geschichte lernen. Also wenn wir die Vernichtung des mitteleuropäischen Wirtschaftsraums hernehmen, dann brauchen wir nur hinter jedem Dorf eine Grenze ziehen. Ja? Nach dem Krieg muss bzw. kann Frau sich ihre Welt selbst gestalten. Zumindest solange die Männer noch zu kriegsversehrt sind, um einzugreifen. Dann schauen wir uns noch ein anderes Kleid an. Nehmen wir mal die da. Ja. Wow, die sind auch sehr, sehr schick. Schön. Ja, man muss sagen, dass da ein Tanz modern war. Der heißt Charleston, also wo man die Schuhe so ausgedreht hat. Die Schuhe waren auch schon recht flach eigentlich, also im Vergleich zu früher. Eine neue Mädchenkultur kommt aus den Vereinigten Staaten zu uns. Die Flapper Girls bauen sich selbstbewusst ihre neue Identität. Es sind berufstätige junge Frauen, die sich stark über die Mode ausdrücken. Die vielen Kurzhaarfrisuren, die Sie auf den Fotos sehen von den Frauen, ja, die sind sehr oft falsch. Aha. Ja, weil die haben die Haare eingerollt. Die haben einen sogenannten Fake Bob getragen, ja, wie man das genannt hat. Also die haben ganz einfach von den Friseurinnen, die das sehr gut konnten, die Haare eingerollt auf Bob. Und am Abend für den Ehemann, weil die Ehemänner wollten die kurzen Haare nicht. Das sieht man durch alle Medien durchgehen, ja, dass das absolut nicht beliebt war. Also die wollten eine Frau mit langen Haaren, weil da war noch immer das Ideal sozusagen vom 19. Jahrhundert. Weiblichkeit ist gleich lange Haare. Die 20er gelten als frivole Zeit. Rote Lippen, keine Unterwäsche, die Nacht zum Tag machen. Stadtlichter, die knallige Beleuchtung, also alles, das prägt sehr stark unser Bild von den 20ern. Und teilweise stimmt das natürlich. Also in den 20ern zum Beispiel hat man gesagt, naja, Mode, die früher nur im Bordell gegangen wäre, geht jetzt auf die Straße. Im Fundus von Birgit Hutter finden sich viele 20er-Jahre-Kleider. Aber nicht nur Partymode. So, das wären ja jetzt mal 20er-Jahr-Kleider. Also das ist so ein richtiges 20er-Jahr einer normalen Frau Sommerkleid. Ja, das ist auch der Stoff noch, das ist ein echtes Kleid. Ja, waren dann so, ältere Frauen haben dann so ausgeschaut. Da sieht man noch die Jahrhundertwende. Ja, da sieht man noch ein bisschen Jahrhundertwende. Es war halt gerade und man sieht, dass kein Corsage mehr. Ja. Und meistens waren sie ja auch ein bisschen dick.
Und dann ist das so drüber gehangen. Also es war nicht wahnsinnig schmeichelnd. Das ist auch von einer älteren Dame. Das ist halt auch 20. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Österreich als kriegsführende Macht und Kriegsverlierer ganz andere Voraussetzungen in Sachen Bekleidung und Mode als beispielsweise die USA. Amerikanische Krawatten finden sich auch in Gerald Matts über 2000 Stück umfassenden Sammlung. Was ganz Schönes ist, diese Krawatten zeigen eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg dieser Wunsch wiederum zu leben, Lebensfreude, Üppigkeit, also die sind breiter, Stoffverschwendung, weg von der Kargheit, den Einschränkungen des Krieges, gleichzeitig natürlich auch den Anspruch der Vereinigten Staaten nach dem Krieg, die Wirtschaftsmacht zu sein, sozusagen auch sich diesen Überfluss leisten zu können. Das wirkt sich bis in die Krawatten aus. Dann hier haben wir ein Pferd. Ja. Das ist wiederum ein eher florales Muster. Man wollte wieder Spaß haben. Und hier sehen Sie zum Beispiel Kraniche auf dieser Krawatte. Also die haben das jetzt nicht, aber es gibt welche, die hinten auch noch Motive haben. Ja? Eben zum Teil Pin-Ups oder Ähnliches, was man halt nach vorne nicht zeigen wollte, aber dann in fröhlicher Männerrunde mal umgedreht hat. Ne? Diese Dinge wurden ja alle noch erstens Union-made, also von Gewerkschaftstextilarbeitern gemacht und wurden natürlich vor Ort erzeugt und nicht in Billiglohnländern. Wir hatten eine Hausschneiderin, das hat man so. Und da wurde aus den sogenannten Vorkriegsstoffen, wurde dann dem kleinen Kind und meiner Schwester, also uns, Sachen genäht. Also Leute mit Vorkriegsstoffen sind ins Weinviertel oder Waldviertel gefahren, haben dort der Bauersfrau das Kleid gegeben und haben dafür was zum Essen bekommen. Ja. Weil denken Sie daran, dass es nichts zum Essen gegeben hat in Wien. Ja. Also zwischen 1945 und 1948 war die Versorgungslage in Wien halt eben sehr trist. Nicht? Und Vorkriegsstoffe wurden gegen alles Mögliche eingetauscht. Und dann wurde es kurz nach dem Krieg, 1945, sehr kurz, weil niemand mehr Stoff hatte. Ganz einfach. Das war sicher mal ein ganzes Kleid und da war nicht mehr viel da. Das war wahrscheinlich alles kaputt oder zerfallen. Dann hat man das auf ein dunkelblaues Kleid draufgepempert und dann die Knopflöcher hier gestürzt mit dem Stoff. Das ist ja auch, das macht niemand mehr. Das ist so, so hübsch. Und die kleinen Knopfchen, die überzogenen, im Hinten. Und das war so 30er Jahre, 40er Jahre, würde ich sagen, könnte von einer Bäuerin sein, ne? Oder von einer Frau, die gearbeitet hat, wo die Ärmel kaputt waren, die hat dann die Ärmel reingestrickt. Ne? Was danach kommt, verdient einen eigenen Film. Durch alle Zeiten gilt für die Mode aber, dass sie hochpolitisch ist und eine Kulturleistung, die nur wir Menschen beherrschen. In Österreich ist man nach dem Zweiten Weltkrieg vorsichtig mit Modeexperimenten. Man will nicht aus der Reihe tanzen. Wer sich was traut, wird schnell dem Spott ausgeliefert. Doch das ändert sich langsam und das ist gut so, denn Mode ist ein wichtiger Add-on zum Lebensgenuss und zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, es kann genauso großes Vergnügen bereiten, über einen Kragenaufschlag mit einem Schneider sich zu unterhalten, der diese Expertise hat und der auch das Verständnis hat für die unterschiedlichen Facetten der Mode, wie wenn man sich mit einem Philosophen über Hegel unterhält. Währenddessen haben unsere Grazer Bloggerinnen das Babyhäubchen fertiggestellt und auch der Fahrrad-Zweiteiler passt. Vielleicht arbeiten sie sich demnächst in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts vor. Denn ist alles zwar schon mal da gewesen, aber die Mode bleibt trotzdem nie stehen. But I know.